letztes Mal beim Ketzer-Podcast. Okay, nächstes Thema. Gut, dann erweitern wir das Bullshit-Thema etwas von dem speziellen Interview hin zu Bullshit allgemein. Und das sehe ich auch als große Gefahr für Theologen. Es scheint so eine Art Bullshit-Forschung sich zu entwickeln. Ne, Christian? Was weißt du darüber? Okay, Bullshit-Forschung. Es gab jetzt in der letzten Zeit, ist ein Artikel in der Presse aufgetaucht, und zwar ein wissenschaftlicher Artikel von 5 Autoren. Und der Titel des Artikels ist On the Reception and Detection of Pseudo-Profound Bullshit. Und man muss sich natürlich fragen, wieso jetzt wissenschaftliche Artikel besprochen werden. Das liegt natürlich an dem Titel, nämlich, dass da Bullshit drin vorkommt. Und wenn man Bullshit hört, dann denkt man, das ist bestimmt so ein Ig Nobel-Preis-Artikel. Also Ig Nobel ist ja der alternative Nobelpreis für Sachen, die total sind. Und ich sehe das in Artikel auch als möglichen Kandidaten für den Ig Nobel-Preis. Übrigens, unter Wissenschaftlern ist der Ig Nobel-Preis nichts Negatives. Also man hofft ja auch manchmal, dass man dort erscheint und dann Sachen gemacht hat, die dann interessant. Also der Punkt ist, die Forschung muss, glaube ich, schon wissenschaftlich sein. Der Nobelpreis wird ja für die größte Leistung für den Fortschritt der Menschheit oder zugunsten der Menschheit verliehen. Ursprünglich war es so gedacht. Ursprünglich sollte das für die größte Leistung des Vorjahres zugunsten der Menschheit verliehen werden. Hat sich aber gezeigt, dass man zur Bewertung oder bis so eine Erkenntnis dann durchschlägt, ein paar Jahre vergehen. Deswegen wird er heute auch für Sachen verliehen, die schon etwas länger her sind. Und der Ig Nobelpreis wird, glaube ich, vergeben für Sachen, die vom Thema einfach nur absurd sind und überhaupt nichts zum Wobei, Bullshit ist eigentlich schon wieder zu wichtig, um völlig absurd zu sein. Nein, das ist nicht. Es ist schon absurd, sich mit Absurden zu beschäftigen. Insofern ist es schon richtig. Also dieser Artikel erschien in Journal Judgment and Decision Making im November 2015 und macht jetzt die Runde in verschiedenen Kandidaten, denn es ist für Skeptiker, ist dieser Artikel ein kleines Weihnachtsgeschenk. Anders kann man nicht sagen. Es ist wirklich wunderschön, womit wir beschäftigt haben. Und ich habe mir ganz durchgelesen und habe mich auch in die Tiefe beschäftigt mit den Tests, die da gemacht haben. Und der Artikel, um mal erstmal über das Inhaltliche zu reden, fängt erstmal an mit Bullshit. Und zwar, Bullshit wird definiert von dem Philosophen Frankfurt 2005 als etwas, das entworfen wurde, um die anderen zu beeindrucken, ohne dass man sich direkt mit dem Wahrheitsgehalt beschäftigt, diese Aussage. Das ist Bullshit. Also ich habe das so verstanden, derjenige, der dich zu bullshittet, hat gar nicht das Anliegen, dich zu belügen, sondern er will dich nur beeindrucken. Deswegen kommt es nicht darauf an, ob das, was er sagt, wahr ist oder nicht. Es muss nur beeindrucken. Das ist genau. Es geht bei Bullshit geht es darum, und das ist jetzt insofern ist eine wissenschaftliche Arbeit. Insofern wird halt für Bullshit so definiert. Genauso wie du es gesagt hast, Wahrheitsgehalt ist unwichtig. Denn an erster Stelle steht, kann man den anderen beeindrucken damit. Und dass wir natürlich mit Bullshit auch andere Assoziationen haben, nämlich vor allem die Assoziation, dass es grundsätzlich falsch sein muss, ist nämlich das andere. Und dann geht es eben darum, was sind Bullshitter? Ne? Also es gibt den Bullshitter und den Bullshittee. Der Bullshitter ist derjenige, der den Bullshit von sich gibt. Und der Bullshittee ist der Empfänger von Bullshit. Ist ein Bullshittee jemand, der sich davon beeindrucken lässt oder jeder Empfänger? Ich denke mal, das ist erstmal nur ein Empfänger. Abstrakt. Dann die nächste Frage ist, ob man sich davon beeindrucken lässt. Und dann ist nämlich dann die Frage, beeindrucken heißt, dass man einen Ausdruck als besonders tief findet. Jetzt ist natürlich das Problem, es gibt natürlich Bullshit, wenn man so nach dieser Definition gibt, der wahr ist. Ja. Und Bullshit, der falsch ist. Und was man jetzt braucht, um herauszufinden, um klinisch rein Bullshit zu kriegen, muss man eine Methode finden, mit der man quasi wissenschaftlichen Bullshit, der klinisch rein ist, erzeugen kann, wo man garantiert sicher ist, dass er funktioniert als Bullshit und nicht etwa als Aussage über an irgendwas anderes. Ich gebe mal ein Beispiel. Ach so, du meinst, wenn jetzt
jemand was sagt, was beeindruckend ist und es ist wahr, ja, dann weißt du ja, ja nicht, ob der andere so viel das so versteht, dass er, sag mal, Einstein kommt und erzählt mir hier eh gleich ein C-Quadrat. Ja. Und ich bin genauso schlau wie Einstein. Und dann sage ich, boah, ja, geil, Energie das ist ja Masse multipliziert mit Lichtgeschwindigkeitsquadrat. Ne? Genau. Das beeindruckt dich dann vielleicht und damit ist es für dich vom Bullshit nicht zu unterscheiden. Also es ist Bullshit dann quasi nach der Definition, wenn es dich beeindruckt. Oder wenn Einstein das sagen würde, um dich zu beeindrucken, ne? Genau. Ja, pass auf, was ich hier mache für wichtige Sachen. Dann wäre es auf jeden Fall Bullshit. Aber dann wüsstest du eben nicht, ob der Beeindruckungseffekt kommt. Also Bullshit fragt ja nicht, ob, wie gesagt, oh, das ist auf der Seite auch schon wieder zu trennen. Aber mach erst mal weiter. Ja, also und jetzt geht es darum, klinisch rein Bullshit zu erzeugen. Und das Gute ist, also man könnte jetzt sich natürlich auf biologische Personen runterbrechen und so Leute wie, und der wird ja gerne genannt, Deepak Chopra zu nehmen, der bekannt ist als Bullshitter. Aber da könnte man natürlich sagen, vielleicht verstehen wir den. Ich weiß nicht, vielleicht wie bekannt er in Europa ist, Entschuldigung. Es gibt aber Videos mit Richard Dawkins und Deepak Chopra. Ich glaube, es gibt ein Interview von Richard Dawkins und Deepak Chopra. Und ich glaube, Chopra war auch nicht richtig zufrieden mit dem Interview. Was natürlich daher kommt, dass Dawkins so viel weiß und so einen ausgeprägten Bullshit-Detektor hat, dass das ist blöd, das ist, wenn du ein Bullshitter bist, dann musst du dich vor Leuten hüten, die in der Lage sind, den Bullshit, sag mal, bloßzustellen. Und da gibt's noch ein anderes YouTube-Video von Deepak Chopra. Deepak Chopra, ich will jetzt nicht vorgreifen, aber er sülzt immer viel mit Quantenzeug. Das ist nämlich genauso ein Begriff, mit dem sich Leute beeindrucken lassen. Also Quantenfrequenzen, Wellen, Schwingungen, so ein Zeug halt, ne? Kennen unsere Hörer ja wahrscheinlich. Und da ist dann in so ein Wissenschaftler, der ist wahrscheinlich absichtlich in das Publikum gegangen, und der hat dann genau gezeigt, dass das, oder versucht zu zeigen, dass das Bullshit ist. Also, wer nicht weiß, wer Deepak Chopra ist und hart im Nehmen ist, also man kann sich den Typ echt nur in den homöopathischen Dosen quasi antun, da kann man danach suchen bei YouTube. Ja, und jetzt haben sich einige eben lustig gemacht über Deepak Chopra und haben also einen Chopra-Generator erzeugt. Das ist die Webseite wisdomofchopra.com. Und wenn man die anklickt, dann wird einem automatisch ein Fake Deepak Chopra Spruch gemacht. Also ich bin jetzt gerade drauf gegangen und da steht das The invisible unfolds through subtle brains. Das Unsichtbare entfaltet sich durch subtile Gehirne. Mhm. Das ist jetzt ein wie machen die das? Die nehmen einfach Subjekt, Prädikat, Objekt und mischen die zusammen. Ja, also hier zum Beispiel, nächster, ich habe wieder aufgerufen, die Seite Your Movement Nurtures Great Photons. Nurtures heißt, glaube ich, deine Bewegung ernährt große Photonen. Das ist das Tolle an dieser Seite ist, die jetzt quasi von Leuten kostenlos zur Verfügung gestellt werden, das ist klinisch reiner Bullshit. Man weiß, es kommt aus der Maschine, die zufällig Wörter zusammenwerft. Und wenn man die dann aufruft, es gibt noch eine Alternative, nämlich den New Age Bullshit Generator. Kann man suchen, New Age Bullshit Generator findet man. Hier habe ich dich gerade aufgerufen, you must take a stand against stagnation. Du musst gegen Stagnation ankämpfen. Da gibt es oben auch einen Knopf, der heißt Reunize Electrons. damit kann man quasi dann den nächsten Spruch abholen. Also man kann sozusagen diese Inspirational Quotes, kann man dann auch so dann rausziehen. Und man muss auch unterscheiden, ich unterscheide im Artikel auch klar zwischen Bullshit und Nonsense. Nonsense ist zum Beispiel, wenn ich sagen würde, der Fuchs zwei Eier mit Hühnern, 17 Elektronen. Der Fuchs hat Eier mit 20 Elektronen. Das gibt noch nicht mal grammatikalisch Sinn. Es ist einfach Nonsens, einfach Wörter zusammengewürfelt. Nonsens, Bullshit wird es erst dadurch, dass der Bullshitee, der Bullshit-Empfänger, das als solchen sieht. Und es gibt jetzt halt diese Möglichkeit, diesen Bullshit klinisch rein zu erzeugen, dass man wirklich sicher sein kann, dass es nicht etwa Deepak Chopra irgendwo doch irgendwas Tolles herausgefunden hat und einfach nur in der Lage ist zu erklären, sondern man weiß eben, aber da muss Quatsch rauskommen, wenn man einfach Wörter zusammen. Also,
also nochmal hier zum Verständnis. Also Nonsens und Bullshit wären ja beides praktisch zufällig zusammengewürfelte Sätze. Der Unterschied ist, dass der Bullshit-Satz Leute beeindruckt und der Nonsens-Satz, sagen wir, offensichtlicher Nonsens ist. Also Bullshit kann also auch Nonsens sein, aber beeindruckt. Ja, Bullshit kann Nonsens sein, aber er ist beeindruckender Unsinn. Und gut. Und jetzt haben die gesagt, okay, jetzt nehmen wir das mal und nehmen eine Testgruppe und fragen die mal, ob sie sich durch diese durch diesen Bullshit generierten Bullshit, diesen synthetischen Bullshit, will ich ihn mal nennen, ob die sich davon, ob die das tief finden. Und das ist, kann man jetzt machen und dann kann man sagen, okay, ja, da hat man ja nichts davon. Aber dann haben die auch gleich gesagt, testen wir das doch mal gegenüber ihre Intelligenz oder wie gut sie rechnen können, wie gut sie Sprache verstehen. Auch Religiosität, das hätte mich jetzt interessiert. Und Religiosität. Ah. Das heißt, die haben insgesamt sieben sozusagen Tests gemacht. Das heißt, die haben ein Bullshit-Statement gehabt, sie haben verschiedene Intelligenztests gemacht, die auch sprachliche Intelligenz, dann die Intelligenz bezüglich Buchstaben und natürlich bestimmte heuristische Tests. Also zum Beispiel bei diesen heuristischen Tests hat man versucht, bestimmte Denkfehler dann quasi abzutesten. Ne? Das sind so Denkspielchen. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Also so zur Intelligenztest, die sie gemacht haben, ist folgender, weil das sagt ja, das Intelligenztest ja einfach. Zum Beispiel, jemand hat einen Tischtennisschläger und einen Ball, ja, und zusammen kosten die 1,10 €. Das war genau der Test, an den ich gerade gedacht habe. Ja, und der Tischtennisschläger ist 1 € teurer als der Ball. Wie viel kostet der Ball? Jetzt können unsere Hörer jetzt den Podcast stoppen, also dann, wenn er nachgeschoben wird, und sich selber die Antwort überlegen. Und dann, wenn sie glauben zu wissen, was die Antwort ist, können sie wieder Play drücken. Richtig. Und wenn jetzt die Hörer gesagt haben, dass der Ball 10 Cent gekostet hat, dann hätte der Tischtennisschläger 1,10 € gekostet und zusammen kosten sie 1,20 €. Das heißt, daran kann etwas nicht stimmen. Also ich vermute aber fast, dass bei unseren Hörern wenige das so machen. Es gibt noch einen anderen Test, der war mir auch dazu eingefallen. Du kriegst die Antwort immer noch nicht gesagt, aber die lassen wir offen. Du kriegst so ein Profil von irgendeiner Person und dann wird gefragt, ist das eine, ich weiß nicht mehr genau, wie das war. Also das war so ein Pazifistenprofil. Und dann wird gefragt, was ist wahrscheinlicher, dass das eine Lehrerin ist oder dass das eine Lehrerin ist und dann noch irgendein anderes Merkmal, das aber auch so in die Richtung Pazifismus ging oder so. Und dann ist wohl eine starke Tendenz dabei, dass die sagen, das ist wahrscheinlicher, also dass die detailliertere Antwort sei wahrscheinlicher. Wenn man kurz drüber nachdenkt, merkt man aber, dass die Wahrscheinlichkeit natürlich durch jedes zusätzliche Detail nur herabgesetzt wird, ne? Weil die Wahrscheinlichkeit, dass irgendein Profil eine Lehrerin wiedergibt, ist auf jeden Fall größer, als dass es eine Lehrerin ist, die dann noch irgendein anderes Kriterium erfüllen will. Weil ja nur ein Teil der Lehrerin halt dieses Kriterium erfüllt. Ne? Das ist auch für unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht ganz interessant, ist auch so eine Frage, wo man spontan vielleicht eine andere Antwort gibt, als wenn man nochmal drüber nachdenkt. Und dann, was sie dann gemacht haben, ist, die haben diesen Test, die haben diese Tests quasi in 3 Stufen gemacht. Oder waren es sogar 4 Stufen? Das heißt, sie haben erstmal eine Testgruppe genommen, denen haben sie die Fragenbögen gegeben und haben dann auch in den Fragebögen haben sie so Testfragen gemacht. Wenn sie jetzt noch über ihre Antwort, wenn sie diesen Testbogen noch richtig beantworten, dann kreuzen sie nichts an, sondern schreiben unten einfach Testbogen rein in so ein Feld. Einfach, um sicherzustellen, dass sie nicht einfach nur durchklicken. Haben sie also auch so interne Sicherheitsmaßnahmen eingeführt. Das ist auch sehr interessant, weil die es sehr detailliert dann durchgeschrieben haben, wie sie den Test durchgeführt haben. Und dann gibt es sozusagen bestimmte Quellen, wo man quasi diese Testbögen dann veröffentlicht und dann suchen die dafür eine bestimmte Anzahl von Leuten und geben denen auch dann diese Daten, ob sie männlich sind, weiblich, Alter, Bildungsstufe etc. Das sind alles quasi dann, dass es auch wirklich ein Sample ist, das etwas aussagt. Und dann haben sie die Testbögen ausgewertet und haben dann geschaut,
wie sozusagen die Korrelation ist zwischen den Leuten, die diesen Bullshit, es gab also Leute, die haben gesagt, das ist tiefer, tiefe Bedeutung steckt da drin, das ist profound auf Englisch oder tiefsinnig auf Deutsch. Und haben wir sozusagen eine ganze Variation von Resultaten gehabt. Das ist also auch Leute, die Fragen, Intelligenzfragen eben mehr oder weniger gut beantwortet haben. Das heißt, wir sozusagen das gesamte Spektrum wurde abgedeckt mit den Antworten. Und dann haben die gefragt, was ist korreliert miteinander? Wer würde sozusagen Bullshit als tiefsinniger finden, verglichen mit Religiosität? Wer bezeichnet sich als mehr oder weniger Religion? Oder wer leidet unter ontologischen Verwirrungen? Ne? Also hier nochmal kurz zum Verständnis, ich weiß nicht, ob Sie dazu was geschrieben haben. Du sagst jetzt Religiosität und ich glaube, du hast eine Formulierung benutzt nach dem Motto, für die in Richtung ging, wie religiös halten die sich. Ja. Hier muss man ja immer noch checken, ob das, was die Leute sagen, auch dem, was sie tatsächlich machen, entspricht. Ich glaube, das ist ja auch der Grund, wie Frauen Männer immer durchschauen, dass Männer Dinge sagen, aber dann anders handeln. Und das muss man natürlich berücksichtigen, wenn man solche Fragestellungen macht, wenn die Leute einfach nur fragen, wie jetzt hier mal, gehen Sie Weihnachten in die Kirche? Bei solchen Fragen wird ja üblicherweise. Die haben beim ersten Studio haben sie 8 Fragen gestellt zum Thema religiöse Überzeugungen. Und zwar wurden gefragt, was sie quasi glauben oder nicht. Leben nach dem Tod, Himmel, Hölle, Wunder, Engel, Dämonen, Seele, Satan. Da sollten sie halt sagen, ob sie das für wahr halten, also ob sie daran glauben oder nicht. Hm. Das, also es ging nicht um eine Frage, sind Sie religiös oder nicht, sondern glauben Sie an Leben nach dem Tod, glauben Sie an Himmel und so weiter. Aber jetzt keine Tatfragen, wie oft gehen Sie in die Kirche, wie oft spenden Sie an kirchliche Organisationen? Nein, das ist jetzt nicht Teil sozusagen, aber ich denke mal, damit deckt man ja Religiosität ganz gut ab, wenn man solche Fragen stellt, ob man jemand an Engel glaubt. Denke ich auch. Ne? Also das ist sozusagen die Idee. Und das machen die auch schon sehr lange. Und ja, und das Ergebnis war, und jetzt, es geht hier um Korrelation, das heißt, Korrelation heißt, wir haben 2 Ereignisse und wenn sie stark miteinander korreliert sind, dann heißt das eben, dass es sind 2 Zufallsvariablen, also wenn sie unabhängig sind, dann hat das eine quasi keinen Einfluss aufs andere, so intuitiv gesagt, wenn sie also, positiv also korreliert sind. Also du hättest praktisch 2 Achsen. Auf der einen Achse würdest du, das Merkmal, Religiosität oder Intelligenz auftragen. Genau. Und auf der anderen Seite Richtig. Die Empfänglichkeit für den Bullshit. Und wenn das unabhängig wäre, dann hättest du so eine gleichmäßige dann Verteilung von Punkten. Dann wäre der Korrelationskoeffizient 0 und man hätte so einen Batzen, einfach so ein Sternenhimmel. Bei einer Normalverteilung wäre alles quasi irgendwie gleich verteilt über das ganze Gitter. Ja. Ne? Oder man könnte auch sein, dass in der Mitte ein Punkt ist und alles gruppiert sich um diesen Punkt herum, wie so ein Kreis, dann ist es auch unabhängig. Das kann man eben mit diesen Korrelationskoeffizienten in eine Zahl eben runterbrechen. Mhm. Wie weit das korreliert ist, weil es gibt da ganz, ganz viele Möglichkeiten natürlich, wie was Unabhängigkeit bedeutet. Und das könnte zum Beispiel sein, dass in der einen Achse nur ein Wert vorkommt, in der anderen aber alle und es so ein senkrechter Strich ist, aber das wäre immer noch unabhängig. Hm. Ja? Und das bricht man runter und 0 ist eben halt nicht korreliert. Positive Werte heißt positiv korreliert, also 1 wäre es, wenn die wirklich auf der sozusagen auf einer Diagonale angeordnet sind. Ne? Das heißt, wenn man aus dem Grad, sagen wir, der Religiosität exakt ausrechnen könnte, wie empfindlich jeder für Bullshit ist, ne, dann müsste man einfach nur mit diesem Korrelationskoeffizienten multiplizieren. Dann könnte man das direkt übersetzen. Und minus 1 wäre das, wenn es genau umgedreht wäre. Das heißt also, wenn du sagst, du bist sehr religiös und dann sagst, oh, in dem Fall erkennst du den Bullshit auch nicht. Oder erkennst du sehr stark den Bullshit. Also es ist genau das Gegenteil. Und dann kriegt man halt Zahlen und die haben halt so eine Matrix dann aufgemalt. Und bei der ersten Studie kam es dann halt raus, dass sozusagen die Fähigkeit, Bullshit zu erkennen, also besser gesagt, die Bullshit als tief zu bezeichnen, also wer Bullshit als tief bezeichnet, ist schneidet bei Intelligenztests und bei jeder Hinsicht negativ ab. Und ist eigentlich nur positiv bei religiösen Glauben und bei der ontologischen Verwirrung. Das heißt, ontologische Verwirrung heißt, wenn man nicht in der Lage ist, zu sagen, ob ein Satz wörtlich wahr ist oder nur metaphorisch.
Ich wenn man dachte das nicht schon, ontologische Verwirrung wäre jetzt wieder so ein Trickbegriff und wer den aufgreift, zeigt damit seine Bullshit-Empfänglichkeit. Aber gut, also das ist ja auch wieder im Zusammenhang mit Theologie interessant. Ja. Oder mit den Mythen, die wir gerade besprochen haben. Also ontologische Verwirrung. Jemand, der nicht verwirrt ist, würde sagen, der Weihnachtsmann ist ein Mythos. Und jemand, der ontologisch verwirrt ist, würde sagen, den Weihnachtsmann gibt's echt. Mhm. So habe ich dich verstanden. Ja, das ist ontologische Verwirrung testet man aber mit Sachen, die sozusagen, wo alle sich einig sind, dass sie wahr sind oder nicht wahr sind. Also im Weihnachtsmann ist es schon wieder schwierig, weil. Aber gut, aber wenn sich alle einig sind, wie testest du dann die Verwirrung? Meinst du, alle Schlauen sind sich einig und dann sucht man sich ein paar Dumme, um das zu testen? Man fragt zum Beispiel, ein Fels lebt. Lebt ein Fels? Ist das wortwörtlich wahr oder nur metaphorisch wahr? Und da gibt es Leute, die antworten mit, das ist echt wahr? Ja, offensichtlich gibt es Leute, die sagen, dass es wortwörtlich wahr. Na gut, das sind wahrscheinlich Leute, die auch meinen, die Hostie ist der Leib Christi. Nach diesem Begriff sind die beiden sehr stark, also die sind positiv korreliert miteinander. Mhm. Moment, ich kann es dir sagen, mit 0,29, also 0,3 sind die positiv miteinander korreliert. Und das ist tatsächlich so, dass es halt eine 1-0-Regierung. Das Einzige, was jetzt hier sozusagen Leute, die Bullshit tief fanden, die waren, sind nicht unbedingt besonders schlechte Rechner. Da war nur eine schwache negative Korrelation zu finden von minus 0,13. Damit waren die Testleute nicht zufrieden, weil die haben auch festgestellt, dass die arithmetischen Fragen, die sie gestellt haben, waren wohl zu einfach. Und wenn die Fragen zu einfach sind, dann kriegst du da nicht die Bandbreite und dann kriegst du eben auch nicht die Korrelationskoeffizienten, die du gerne hattest. Mhm. Also sind sie in der zweiten Studie hergegangen und haben schwierige Rechenaufgaben gemacht, um also dann Moment, die ganze hier, Band... Das, nur, dass wir hier, dass hier keiner Code-Mining betreibt. Das, wenn du sagst, man kriegt die Korrelationskoeffizienten, die man gerne hätte. Also man versucht ja jetzt nicht das Ergebnis zu produzieren, sondern der Punkt ist halt, wenn alle in der Lage sind, alle Aufgaben zu lösen, dann hast du keinen Maßstab dafür, wer schlauer ist und wer nicht so schlau ist. Ja. Das ist ja wohl auch bei Intelligenztests so oder bei so bestimmten Prüftests so. Die sind so ausgelegt, dass jeder irgendwo an eine Grenze stößt, damit du auch das Genie noch irgendwo abgreifst. Und nicht alle, die ein IQ von, was weiß ich, 140 haben oder so, dann jenseits wie sagt man bei so einem Instrument? Also sagen wir so, wenn so ein Stereo dann alle im roten Bereich sind und dann übersteuern sozusagen, das willst du vermeiden. Ja, ich meine, es ist auch schlimm, wenn du sozusagen immer denselben Wert hast, dann kannst du keine Korrelation feststellen. Ne? Das wäre dann, wenn alle Aufgaben so schwer sind, dass keiner die lösen kann. Ne? Das kann auch sein. Die müssen genau so gestellt werden, dass ein paar sie lösen können und ein paar sie nicht. Also die Aufgaben müssen praktisch unterschiedlich schwer sein, damit du diese Bandbreite erzeugen kannst. Wenn das, es sei denn, es ist, ich meine, das unterschiedlich reicht nicht, aber die haben das wohl nachgebessert. Es gibt auch einen Koeffizienten, mit dem man quasi dann die Aussagekraft eines Wertes bestimmen kann und der war eben halt bei dieser, wir nennen das Numeracy, also bei der Fähigkeit, mit Zahlen umzugehen, besonders niedrig. Und deswegen haben die das nachgebessert. Nicht etwa, weil der Korrelationskoeffizient nicht ausgeprägt war, aber das Maß war einfach zu schlecht. Und das haben die dann nachgebessert und haben dann eine zweite Studie gemacht mit anderen Teilnehmern. Auch die haben sie letztendlich, die Teilnehmer haben sie sich nicht selbst besorgt, sondern es gibt dort eben Firmen. Also bei der ersten Studie haben sie es mit den Waterloo Undergraduates gemacht, mit 280 Teilnehmern. Bei der zweiten Studie haben sie 298 Teilnehmer gehabt. Und zwar gibt es da den Amazon's Mechanical Turk. Da kann man dann für Geld quasi dann, die besorgen dann einen dann quasi Testkandidaten. Okay, aber wenn die Testkandidaten das für Geld machen, muss man dann nicht damit rechnen, dass es Leute sind, die so unqualifiziert sind? Amazon besorgt die für Geld. Also du bezahlst dann quasi eine Firma, die dann diese Bögen... Aber die Leute kriegen kein Geld dafür, weil sonst würdest du ja systematisch Leute abschöpfen, die keine andere Qualifikation haben und deswegen ihr Geld mit dem Ausfüllen solcher Tests machen müssen.
Ja, ich meine, die soziologischen Studien, die sind halt auch, ist halt auch ein Geschäftszweig. Da gibt es Firmen, die verdienen Geld daran, dass andere wissenschaftliche Arbeit machen müssen. Ja, dass die Firma dafür Geld kriegt, das sehe ich ja ein. Ich hatte jetzt aber gedacht, das ist so im Internet nach dem Motto, nimm hier an der Umfrage teil, kriegst 5 €. Ich meine, der Unterschied ist halt der, wenn du das quasi an deinen Studenten machst in Waterloo, dann sprichst du die halt an in der Mensa oder so weiter und gibst den Bögen und füll doch mal aus und so weiter. Und dann kriegst du es für umsonst, musst du die Arbeitszeit dann quasi danach. Ja, das ist natürlich aber Leute nur Studenten. Was ja auch schon eine deutliche... Eben, das sind sie ja beim zweiten Mal, sind ja halt eben bei einer repräsentativen Umgebung gewesen. Also, okay. Ne? Das sind halt nicht. Und das war der zweite Test und bei der dritten haben sie dann nochmal 187. Ja, also das war das zweite. Jetzt, die dritte Studie, müssen wir schauen. Ah, es gab 4 Studien und ja, da haben sie dann quasi noch andere, die dritte Studie haben sie auch von Amazon die genommen und ja, und haben dann nochmal die Fragen dann verfeinert, wobei sie dann quasi bei einer von den 4 Studien auch nochmal Deepak Chopra selber mit reingenommen haben, ob sie den als Profund bezeichnen. Also haben sie den befragt oder haben sie über den Fragen sie gestellt? Die haben quasi von ihm Zitate genommen. Das heißt, biologischen Bullshit. Ja, ich habe schon gedacht, ob die mal irgendwo nach dem Motto... Wenn ich Deepak Chopra wäre, würde ich ja dann auch diesen Test machen, nachdem ich davon gelesen habe. Und dann könnte man ja versuchen, rauszukriegen, ob der tatsächlich online irgendwo den Fragebogen ausfüllt. Dann könnte man so antworten, Sie sind Deepak Chopra. Ne? Könnte man ja auch an der IP-Adresse oder so suchen. Bei der dritten und vierten Studie haben sie auch sozusagen diese Motivational Quotations reingemacht. Man kennt ja diese großen, man hat so ein Poster an der Wand und da drunter steht, nicht, der frühe Vogel frisst den Wurm. Oder so ähnlich, ne? so nach dem Motto, Führung sorgt dafür, dass die Welt vorangeht oder irgendwie ich habe jetzt keine von diesen Motivation Quotations. Und die haben sie eben dann halt auch beurteilt, ob sie das besonders anspricht, diese Motivation Quotations. Und dann ist es halt so, dass Leute, die empfänglich sind für Bullshit, also das als tiefsinnig sehen, die sind auch positiv korreliert mit denjenigen, die Motivational Quotations als besonders ansprechend ansehen oder die motivierend sehen und dann entsprechend auch biologischen Bullshit akzeptieren. Das ist eine positive Korrelation, aber eine negative bezüglich, wieder der Intelligenz in verschiedenen Richtungen. Das haben die auch gemacht mit paranormalen Glauben. Auch da ist es wieder so, dass die Korrelation so ist, dass das ist auch untereinander, das ist eine Matrix. Das heißt, man kann es in 2 Felder sagen. Entweder du hast analytische Seite, Intelligenz auf der einen Seite und du hast auf der anderen Seite Bullshit ist tief und Motivational Quotations und paranormale, Glauben an paranormale Sachen und Glaube an Verschwörungstheorien. Das sind alles immer so, dass du sagen kannst, positiv korreliert sind die alle untereinander und negativ zueinander. Ne? Das sind also, es wäre ja denkbar, dass man sozusagen auch gemischte Beziehungen hat. Aber tatsächlich ist das schwarz und weiß. Es ist nicht so, dass es immer sozusagen sehr hohe Koeffizienten sind. Manchmal sind die auch sehr, sehr schwach noch korreliert miteinander. Also zum Beispiel da müssen wir dann mal durchgehen. Es gibt manchmal auch sehr, sehr schwache Korrelationen. Wenn es zum Beispiel um biologischen Bullshit geht, dann ist es anscheinend schon schwieriger herauszufinden, ob der, ob der gut oder schlecht korreliert ist. Das ist das Ergebnis, das sie jetzt gemacht haben. Und jetzt die Implikationen sind diejenigen, es gibt natürlich dann die Atheisten, die sich darüber den Mund zerfetzt haben. Und die Skeptiker. Bullshitisten oder Atheisten? Unsere Community, die gesagt haben, ja, wir zünden jetzt hier, zur Freude zünden wir den Weihnachtsbaum an und feiern. Denn das ist genau das, was wir schon immer gesagt haben. Wer quasi nicht in der Lage ist, Bullshit zu erkennen, dem fehlt halt das analytische Denken. Und der hat auch sonst niedrige Intelligenz und ist wahrscheinlich auch noch extrem gläubig. Also die Frage wäre ja, ob dieser Bullshit nicht auch so, unterbewusst wirken kann. Weil ich gerade überlegt habe, wenn du heute irgendwelche Produkte kaufst, oder sagen wir, vielleicht kaufst du die nicht, aber wenn du im Supermarkt bist oder irgendwo, hast du, glaube ich, eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, aus auf den Produkten genau Bullshit
draufsteht, der mag richtig sein oder falsch sein. Also alleine schon oft, dass ja so getan wird mit unserer patentierten dies und das Technik. Wo, also alleine dadurch, dass man sagt, das patentiert, den Eindruck erweckt, oh, dann muss es ja irgendwie toll sein. Also kennt man ja, es wird ja meistens hat ja irgendeine Technik dann die proprietäre dies und das sagen wir jetzt hier, fällt mir gerade ein, hier so Sprechsets, so Bluetooth-Headsets oder sowas, haben ja meistens irgendeine proprietäre Supersound-Technologie oder irgendwie sowas. Also das ist eigentlich ziemlich verbreitet, jetzt nicht nur so in so esoterischen Kreisen, sondern, oh Wunder, auch im Marketing. Und von daher hatte ich gerade überlegt, ob das nicht vielleicht unterschwellig bei jedem wirkt. Aber wenn du jetzt natürlich in so einer Testumgebung mehr oder weniger gezwungen wirst oder angeregt wirst, dir Gedanken darüber zu machen, dann, also sozusagen, es wirkt wahrscheinlich vielleicht bei jedem und es muss dann aktiv unterdrückt werden. So könnte ich es mir vorstellen. Ne? Aber wenn du jetzt nur so im Laden bist und du denkst jetzt eh nicht groß drüber nach, was steht jetzt auf dieser Packung, sondern du überfließt das nur so, dann funktioniert es vielleicht trotzdem, wer weiß. Mhm. Und das ist natürlich langweilig, dann sozusagen die anderen zu zitieren und zu sagen, ah, wollen wir mal schauen, was Kritik ist. Und ich habe hier eine Kritik habe ich gefunden von Kim LaCapria, ich weiß nicht, ob es noch andere gibt, die zitiert weitläufig diesen Artikel und am Schluss kommt sie zu dem Schluss, ob diese Autoren wirklich ernst sind oder diese Aussagen wirklich vertrauenswürdig sind, ist keine Frage des Konsens, denn sie ist der Meinung, dass dieser Artikel selbst Bullshit ist. Also es sieht aus wie ein richtiges Paper, aber ob das wirklich stimmt, was da drin steht, scheint sehr glaubwürdig zu sein, fragwürdig zu sein. Also die. Aber wie belegt sie das? Es reicht ja nicht aus zu schreiben, ich glaube das nicht. Hm? Sie hat eigentlich keinen Beleg dafür und sie hat offensichtlich auch nicht sich richtig beschäftigt mit der Sache, weil von denselben Autoren ist 3 Jahre früher schon eine Untersuchung gekommen, die ging also weitaus unbeachtet. Da ging es, der Titel war Analytic Cognitive Style Predicts Religious and Paranormal Beliefs. Das ist eine Arbeit, also analytische kognitive Denkrichtung sagt den religiösen und paranormalen Glauben voraus. Also das heißt, ich vermute, darin steht, je analytischer Leute denken, desto genau. Weniger religiös sind sie. Was auch, ich denke gerade noch mal an die sehr empfehlenswerte Diplomarbeit unserer Mitketzerin, Magisterarbeit Sonja, die ja praktisch sagt, evolutionär sind wir halt so auch darauf angelegt, dass wir nicht, richtig denken, sondern so, dass wir überleben, dass wir so einen gewissen Bias haben, im Zweifel lieber so zu irren, dass wir überleben. Das würde auch dafür sprechen. Und diese Analytik, die musst du praktisch bewusst anschmeißen oder anwenden auf Sachen, die kommen. So wie bei dieser Message da an meine Nichte, wo du mal über nachdenken musst, macht das überhaupt Sinn, was da drin steht? Wie soll da der Zusammenhang sein und so weiter? Und das heißt, die hätten also früher schon festgestellt, dass Leute, die analytischer denken, weniger religiös sind. Weniger religiös dass sind. Religiöse oh, Leute eher konservativ sind, haben sie festgestellt. Und das ist eine Untersuchung von 2012 und die hat keinen interessiert. Jetzt müsste man mal, wo du das gerade sagst, das müsste eigentlich bedeuten, nach unserer Auffassung, dass systematische Theologen eine sehr kleine Nische sein müssten. weil die einerseits das Analytische haben müssen im Prinzip, aber auch das Theologische. Also da würde ich gerne mal weitere Forschungen betreiben, ob diese Gruppe tatsächlich systematisch sind oder mehr theologisch. Weil beides wäre schwer zu vereinbaren. Das heißt ja nicht, dass es die nicht gibt. Das ist das quasi, was die Studie nicht sagt, sondern das ist einfach nur, das sind halt Korrelationen. Das eine ist wahrscheinlicher als das andere. Und das Interessante ist, also dieselben Autoren arbeiten anscheinend schon seit Jahren auf dem Gebiet und benutzen auch eine ähnliche Methodik. Und das einzige Neue an diesem neuen Artikel, den sie jetzt gemacht haben, ist, dass sie nicht auf Religion und Intelligenz rumgehackt haben, sondern jetzt zum ersten Mal auf Bullshit eben mit in die Gleichung genommen. Deepak Chopra. Und eben halt auch Motivational Quotes. Das sind halt auch ein großes Ding, dass die Leute sich an die Wand hängen und sagen, ah, und so weiter, ne? Das ist in Deutschland vielleicht nicht so ein Thema wie in den USA. Also das ist hier auch, da gibt es eine extra Firma, die nur diese laminierten Motivationsposter macht. Ja. Und und das war halt der große Aufhänger und deswegen hat das allein durch den Titel, Bullshit,
den die ja genommen haben, weil dieser Philosoph Frankfurt das so bezeichnet hat und weil sie dann das halt ausprobiert haben, eben mit diesen Bullshit-Generatoren. Die sind wahrscheinlich auch von diesem Erfolg, den die Öffentlichkeit hat, dieser Artikel, überrascht worden. Ja, das ist das, was ich jetzt eigentlich erzählen wollte aus dem Artikel. Ich kann nur empfehlen, also diesen Artikel auch mal anzuschauen und nicht nur darüber zu erzählen, das Abstract und das andere zu lesen, weil wenn man da mal reingeht und die einzelnen statistischen Methoden, die sie dann nehmen, und untersucht, dann sieht man, dass da ganz sauber gearbeitet worden ist. Also so sauber es halt geht in soziologischen Studien. Denn in soziologischen Studien hast du ja immer Menschen und die sind halt eines der kompliziertesten Testobjekte, ne? Dass du da... Also es ist, ja auch ein wichtiges Thema. Ich habe gerade überlegt, also alleine durch Facebook, also ich bin ja nicht bei diesen anderen Sachen, was ist da noch, Twitter und Instagram und sowas, das, da halte ich mich immer fern von. Aber alleine bei Facebook, da gibt es ja auch so die Bullshit-Kandidaten, so wie die Netzfrauen oder Netmoms ist das, glaube ich, und Impfgegner und wo du genau auch diesen Effekt hast, dass Dinge gepostet werden, die weitergegeben werden, wo, wenn du mal kurz analytisch drüber schauen würdest, du zumindest vielleicht noch mal vor dem Weiterleiten versuchen würdest, das zu verifizieren. Wir haben das ja auch beim ATS Media Blog oft so. Oder manchmal so, dass wir Meldungen kriegen, wo wir skeptisch sind. Ich meine, das Problem ist ja bei unserem Thema noch Religion, dass Satire und Realsatire oft schwer auseinanderzuhalten sind. Aber wo wir eben manchmal sagen, hier das, es gibt ja manchmal so Webseiten, da weißt du nicht, ist das eine Scherzseite oder ist die echt? Und man versucht erstmal zu prüfen, ist das tatsächlich wahr, was da kommt. Aber viele Leute offenbar nicht. Ne? Die sehen das bei Facebook und dann spricht es irgendwie ihr Gefühl an. Oder ich sehe das jetzt auch bei diesen Flüchtlingen, wo manchmal so Stories kommen, wo du denkst, ob das mal nicht so eine urbane Legende ist. Ne? Aber das wird offensichtlich geteilt. Ich glaube, es gibt auch Untersuchungen dazu. Das wird geteilt, weil es deiner Meinung entspricht oder deinem das spricht dein Gefühl an und dann klickst du halt Like. Und offensichtlich ohne, das ist wohl dieser Bullshit-Detektor, den man entwickeln kann, habe ich ja vorhin gesagt, bei Richard Dawkins. Ich glaube, dass ich auch einen ausgeprägten Bullshit-Detektor habe. Also das mache ich manchmal bei Facebook oder so, dass ich dann... Das ist nur eine Frage, die man reinmacht. Glauben Sie, dass Sie gut sind, Bullshit zu entdecken? Ja, es gibt ja auch manchmal immer so technische Entwicklungen, wie beispielsweise... Ich glaube, das meint jeder von sich. Ich glaube, das ist ein ganz schlechtes Maß, muss ich sagen. Nach dem Motto, denken Sie, Sie sind vernünftig, glauben Sie, dass Sie gut rechnen können und so weiter. Ich sage nur, Liebe ist wiedergeboren in den absoluten Möglichkeiten. Und da musst du erstmal drüber nachdenken, denn das ist sehr, sehr tief. Ja, das ist ja das Interessante der Wissenschaft, dass man sich darüber im Klaren ist, dass man auch falsch liegen könnte und gezielt versuchen würde, diesen Bias, der da drin sein könnte. Also man würde testen, woran kann man jetzt merken, ob ich Bullshit-empfänglich bin oder nicht. Aus meiner Sicht sollte ja, das habe ich glaube ich schon mal erwähnt, Facebook sollte eigentlich mal so eine Analyse machen. Du kannst ja feststellen, welches Meme Bullshit ist und welches nicht. Und dann könnte Facebook ja feststellen, welches so die Kandidaten sind, die grundsätzlich jeden Scheiß weitergeben. Und dann so eine Art Spam. Und dann charakterisieren. Ja, wahrscheinlich würde allerdings, dass die meisten Facebook-Posts zum Erliegen kommen und Facebook würde unglaublich Reichweite einbüßen, wenn die so einen Algorithmus implementieren würden. Man könnte, ja, es sollen ja nicht unterdrücken, die sollen einfach nur verschiedene Farben nehmen. Ne? Vielleicht blau für die weniger Bullshit und rot für die mehr sind. Da kann man auch Nuancen dann arbeiten. Gibt es nicht so einen Service für Webseiten? Das wäre für unsere Hörer auch interessant. Ich meine, ich benutze ja Safari auf dem Apple, deswegen kann ich diese ganzen Plugins für hier Firefox oder was. Aber ich meine, es gäbe so Plugins. Da wird hinterlegt, ob Webseiten vertrauenswürdig sind oder nicht. Also kannst du wahrscheinlich auch selber dein Feedback geben. Aber da geht es um Sicherheitsfragen. Das heißt, wenn du jetzt irgendwo im Internet surfst, dann wird dir quasi angezeigt die Vertrauenswürdigkeit dieser Seiten. Und sowas müsste man bei Facebook auch haben. Vielleicht kommt das ja auch noch. Ja, wer weiß das schon, ne? Also weil nur so kannst du ja auch den Bullshit-Detektor entwickeln, wenn du merkst, es gibt Bullshit und dann irgendwann merkst,
es gibt so bestimmte Muster, die auftauchen. Da hatte ich ja vorhin schon drauf angespielt. Wenn es irgendwo mit Quanten und mit Schwingungen zu tun hat oder Wellen dann oder Frequenzen, dann triggert das bei mir immer den Bullshit-Detektor. Ne? Und bei Deepak Chopra, das ist auch so ein Kandidat, der die Quantentheorie dazu benutzt, dann ja. Er hat da so eine aber bestimmte Formulierung. Aber er kann keine einzige mathematische Gleichung dazu aufstellen. Und das ist das Problem. Ich habe extra jetzt sozusagen die letzten 2-3 Jahren mich in Quantentheorie eingelesen und habe dann auch letzten Wintersemester eine Vorlesung gehabt, wo es um Quantenkomplexitätstheorie ging, also sozusagen als Teilthema. Und das, was man dann sieht, ist dann halt wirklich, du kannst perfekten Bullshit erzeugen. Das ist so einfach. Du musst einfach nur die Begriffe daraus nehmen und jemand was sagen. Und das kann sogar richtig sein. Und die würden das sich unterscheiden können. Das ist wirklich einfach, komplexe Statements zu machen, die dann richtig aussehen. Aber kein Quantentheoretiker oder Quantenphysiker würde irgendwas sagen, wo dann Liebe oder Seele auftaucht oder Leben nach dem Tod. Und dadurch wird es dann offensichtlich, dass das Bullshit sein muss. Und insofern ist es eigentlich ganz einfach zu sagen, wenn jemand etwas mit Superposition sagt, die nach der Amsterdamer Interpretation eben doch etwas anderes sind, als wenn man die Integrale über komplexe Zahlen betrachten würde, dann klingt das besser, als wenn er sagt, Liebe verteilt sich in den Quantenzuständen der Protonen. Und wobei das erste auch Bullshit sein kann, ne? Weißt du nicht. Also ne? Mir schmilzt gerade schon das Gehirn. Also ich kann mit solchen Sachen, da schaltet mein Gehirn in den Self-Defense-Modus irgendwie. Ja. Okay. Ja, dann denke ich mal, das Thema Bullshit wird uns noch weiter verfolgen. Aber wir können jetzt diese Sachen hier hinter uns lassen, oder? Ja, ich würde dann gerne nochmal, weil wir ja heute auch nicht so viele Leute sind zum Diskutieren, das Thema. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben diesen Podcast wieder in mehrere Segmente aufgeteilt. Schaltet deshalb auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Ketzer 2.0 – gottlose Gedanken zum Leben.